Hallo Leute und willkommen zu einem Wundertauschpart von Pokémon Alpha Saphir. Und heute wollen wir mal sehen, ich habe 6 Pokémon schon gefangen, welche wir als Wundertausch zurückbekommen. Ich habe nämlich keine Ahnung, was man kriegen würde. Natürlich kann man in einen Wundertausch gut, also eigentlich sollte man in Wundertausch schlechte Pokémon reintun, damit man vielleicht bessere bekommt. Aber wenn nur schlechte Pokémon getauscht werden, dann kommt sowieso nichts Gutes bei raus. Aber ja, man möchte trotzdem was Schlechtes weghaben, dann kriegt man was Gutes. Und ja, Skorpiora, glaube ich, hieß es. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der ist, genau heißt, aber wir sind uns gleich wieder. So, ich habe nachgeguckt. Es heißt Skorpiora. Ja, und das hier ist das nächste Pokémon im Wundertausch. So, ich habe ein bisschen vorgespult und jetzt geht's los. Welches Pokémon kriegen wir? Dum, 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 dum. Ein Evoli ist gar nicht mal so schlecht eigentlich, aber ich brauche es nicht. Also eigentlich brauche ich es nicht. Tja, als kleiner Fun-Fact. Mein Lieblings-Pokémon ist die letzte Entwicklung von Vaumpel, also Papinella. Ja, ich weiß nicht wieso, aber Papinella ist mein wirklich Lieblings-Pokémon. Und Pummeluff. Ja. Wir gucken uns ja gleich nochmal die Stats der Pokémon an. Dann sehen wir auch, wie gut es ist. So, jetzt biete ich ein Pfiffchen an im Wundertausch. Und dum, 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 was kriegen wir jetzt? Man sieht es ja nicht, bevor man tauscht, welches Pokémon es ist. Und es ist ein Gyarados. Scheiße eigentlich. Ist eigentlich wirklich scheiße. Also eigentlich unnötig, aber ja. So, jetzt wieder ein Gyarados und diesmal geht's nach Frankreich. Denn die Person sieht man ja beim Wundertausch, aber nur das Pokémon nicht. Und was kriegen wir jetzt? Ein Dum 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 Carpador. Wow! Magie! Guck mal, da steht sogar im Namen Magie. Tja, leider sind Carpadors ziemlich überflüssig. Sonst hätte ich es geil gefunden, weil die Weiterentwicklung ist Gyarados und Gyarados ist einfach so überpowered. Ja, nee. Carpador ist einfach scheiße. Das Pokémon ist so unnötig. Weil man es so oft fängt. Ein Dicktree. Boah. Das ist schon mal eine gute Ausbeute. Weil im Wundertausch kriegt man sowieso eigentlich nur scheiß Pokémon. Aber Dicktree. Das ist wirklich für einen Wundertausch eigentlich ziemlich gut. Muss man schon sagen. So, das sind unsere Pokémon. Erstmal hier ein Pionskora. So, und ja, ist auf Level 1 eben, also nicht so gut, aber ich freue mich trotzdem darüber. So, jetzt kommt das Evoli. Ja, ihr seht es euch selbst mal an. Ja, ihr habt das schon an den Attacken gesehen, sind nicht so gut, wie ich
wie man dann hoffen würde. Also, ja, okay. Geht. So, jetzt das Pummeluff. Das hat viele Leben, das sieht man ja. Aber die anderen Stats sind eigentlich ziemlich scheiße. Obwohl es auf Level 30 ist, hat es richtig schlechte Stats. Ja, ist nicht so gut. So, jetzt kommen wir zum Geradax. Super. Super Attacken, scheiß Pokémon und scheiß Attacken. Das meine ich nämlich damit. Also, man sieht es am Ort Frankenstein. Wie kommt man bitte auf so einen Namen? Ja, war trotzdem scheiß Pokémon. Ich glaube, dazu, zu diesem Carpador, muss man gar nichts sagen. Ja, ist nicht gerade das Stärkste. Carpador ist ja insgesamt ziemlich schlecht. Aber dafür Gyarados, das ist einfach so überpowered, aber den Flugtypen, das finde ich immer noch überflüssig, dass Gyarados den Flugtypen hat. Aber das nächste Pokémon ist jetzt dran. Jetzt kommt Diktri, das letzte Pokémon, was wir erhalten haben. Ja, ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wie ihr gesehen habt, sind die Attacken gar nicht mal so schlecht. Die sind eigentlich ziemlich gut. Intensität. Ich konnte es nicht aussprechen. Dampfwalze, Tiefschlag und Sandgrab. Ist gar nicht mal so schlecht. Mit Level 27 hat es eindeutig einen Vorteil. Im Gegensatz zu Pummeluff. Pummeluff hat dagegen sehr viele Leben, aber sonst sind die Stats scheiße. Ja, okay, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal beim Wundertausch. Und bis zum nächsten Mal und ciao.